Louis strahlt. Zufrieden mit sich selbst. Sonst hat er bald keine mehr. Und sogar seine Liebste schenkt ihm dafür ein Lächeln. Eure Majestät, dürfte ich eine etwas strengere... Verzeiht meine Vermessenheit, Kardinal. Der König wird euren Rat in dieser Angelegenheit nicht benötigen. Schließlich sind es seine Musketiere. Guten Tag, meine Herren. Aufrecht wie eine Göttin schreitet Anne samt Gefolge aus dem Saal. D'Artagnan sieht seiner Herzdame hinterher. Auch Constance wendet sich noch einmal um, während Richelieu innerlich kocht. In nur 10 Minuten vom Drahtzieher zum Hofschneider der Musketiere degradiert. Und jetzt denn fort mit euch, ihr Haudegen. Aber zur Parade morgen seid ihr anwesend. In euren neuen Gewändern. Endlich kann sich der Kardinal Luft machen. Zusammen mit Milady spaziert er durch den Spiegelsaal. Nur kluge Gesichter um sie herum. Diese verwöhnten Königskinder ermüden mich. Es ist Zeit, dem ein Ende zu setzen. Wir müssen Buckinghams Visite zu unserem Vorteil nutzen. Während seines Aufenthalts decken wir seine geheime Liaison mit der Königin auf. Wie gedenken Eure Eminenz, diese skandalöse Affäre aufzudecken? Ich habe Buckinghams Briefe an die Königin gelesen, die sich in ihren Gemächern befinden. Geschrieben von Buckingham persönlich und mit seinem Siegel. Eine Frau mit euren Talenten wird es doch problemlos ausführen können. Eure Eminenz ist zu gütig. Milady begreift sofort. Ich bezweifle jedoch, dass dem König solche Briefe als Nachweis der Indiskretion seiner Gattin genügen. Dann geben wir ihm doch einfach etwas Substanzielleres. Die Verlobungsjuwelen der Königin als Liebespfand für Buckingham. Buckingham wird bloßgestellt. Der König wird rasen vor Zorn. Die Königin wird hingerichtet werden. Frankreich muss unweigerlich in den Krieg ziehen. Und in eben solchen Zeiten wird sich Frankreich einen starken Regenten wünschen. Spiel? Jemand, der das Reich besser zu lenken weiß als ein unreifes Kind, dem man Hörner aufgesetzt hat. Satz. Jemand wie Eure Eminenz. Sieg. Mit einem Handkuss verabschiedet sich Milady in ihre neue Mission. Während Paris langsam im sanften Morgenlicht erwacht, haben andere schon eine Menge Arbeit hinter sich. Pünktlich und im feinen neuen Outfit stehen die Musketiere zur großen Parade vor dem Louvre. Die französische Armee präsentiert sich in voller Pracht, aber D'Artagnan hat diesmal nur Augen für seinen Feind. Rochefort steht ihm gleich gegenüber. Oben auf dem Balkon warten auch schon der König, seine Gemahlin und der Kardinal auf die Ankunft ihres britischen Gastes. Louis hat sich diesmal nicht lumpen lassen. Er trägt grün. Der neueste Schrei in London also. Wo steckt er denn? Das sind abstoßende Manieren. Plötzlich verdunkelt sich sein Grün. Ein gigantischer Schatten fällt über den Platz. Dem Franzosen stockt der Atem, denn hoch am Himmel erscheint ein gewaltiges Gefährt. Ein fliegendes Luftschiff. Eine Art Todesstern des 17. Jahrhunderts rauscht über ihre Köpfe hinweg und setzt seinen tonnenschweren Anker auf den Appellplatz, als schlage eine Bombe in den Asphalt. Auf dem Dach des Louvre streift das Monstrum eine Fahnenstange, die abbricht wie ein Streichholz. Die französische Flagge poltert hinab, landet genau vor den Musketieren, wie ein zum Duell hingeworfener Handschuh. Eine Unverfrorenheit! Wie nennt sich so ein Ding überhaupt? Ein Luftschiff, Eure Majestät? Keine Frage. Das ist sie. Die Kriegsmaschine nach Da Vincis Plänen. Ein Schiffsrumpf, getragen von einem riesigen Heißluftballon. Wieso hab ich sowas nicht? Ein Versäumnis meinerseits. Korrekt. Also, baut mir auch so eins. Alle Leinen sichern! Alle Leinen gesichert! Die Soldaten springen zur Seite. Endlich setzt das Schiff auf. Eine Leiter fährt aus dem Wundervehikel und Athos' Blick verfinstert sich. Buckingham. Der Brite steigt hinab. Das Leben meint es gut mit ihm. Mit Louis nicht so sehr, denn Buckingham trägt blau. Der König brodelt innerlich, während Buckingham in blauer Uniform ihm entgegenschlendert. Eure Majestät. Entzückender Aufzug. So retro. War in London der letzte Schrei. Wann war das? Letztes Jahr oder vorletztes? Lord Buckingham, eure Reise war hoffentlich nicht so unangenehm? Ganz und gar nicht. Nein.
Ganz im Gegenteil. Ein Traum, damit zu reisen. Und es bringt mich dem Himmel ein Stück näher. Kardinal. Als Diener des Herrn habt ihr natürlich keinen Bedarf für solch ein schnödes Flugvehikel. King James ist höchst interessiert, euer Friedensangebot zu hören. Lord Buckingham. Nur die Königin holt den Überflieger wirklich zurück auf den Boden. Eure Majestät, ich muss schon sagen, eure Anmut ist noch strahlender, als ich in Erinnerung habe. Ihr seid ihr schon begegnet? Vor Ewigkeiten. Ein äußerst bezaubernder Abend. Unvergesslich. Die Blicke dieses Engländers auf seine Frau passen Louis gar nicht. Nun denn? Er schäumt allmählich vor Wut. Wollen wir dann? Der König geht voraus. Buckingham schreitet gemächlich die Reihen der Offiziellen ab, als sei er der Herr im Hause. Welch angenehme Überraschung. Selbst seine Musketiere kennt Buckingham schon. Sie knien vor dem König und seinem Gast. Dabei würde Athos am liebsten aufspringen und Buckingham an die Gurgel gehen. Noch eine Bekanntschaft. Wir sind uns begegnet, ja. Wenn ich mich nicht täusche, habt ihr das letzte Mal, als ich euch sah, auch gekniet. Keine vorteilhafte Angewohnheit. Das werde ich mir bis zu unserer nächsten Begegnung abgewöhnen. Ich freue mich jetzt schon. Buckingham wendet sich ab zu Richelieu. Wollen wir einstweilen über Frieden verhandeln? Endlich ein ebenbürtiger Gegner für sein Schachspiel. Doch der Kardinal führt Buckingham lieber auf ein anderes Feld. Die beiden spazieren über ein riesiges Bodengemälde. Eine Landkarte, auf der Messingfiguren die Armeen der Briten und Franzosen repräsentieren. Europa liegt ihnen zu Füßen. Ihr müsst mir den Namen eures Innenarchitekten verraten. Wein? Ich trinke nicht. Was ist mit dieser herrlichen Flasche Bordeaux in eurer linken Schreibtischschublade? Richelieus Blick verfinstert sich. Ihr müsst mir den Namen eures Palastspions verraten. Und ihr mir den des euren. Pat. Die beiden umkreisen sich misstrauisch. Ein Katz-und-Maus-Spiel, nur ohne Mäuse. Die Gläser sind gefüllt. Doch als erster vom Wein zu trinken wäre lebensmüde. England kann sich keinen Zwei-Fronten-Krieg leisten. Die Ressourcen unserer beiden Nationen sind beinahe gänzlich erschöpft. Ein Friedensvertrag zwischen uns wäre von enormem strategischen Vorteil. Zu wessen Vorteil? Zu eurem? Zu unserem. Ich vermute, dass meine neuen Kriegsmaschinen das Kräfteverhältnis neu verteilen. Mit einem Kick tritt Buckingham einen französischen Messingsoldaten um. Möglichst gelangweilt wendet Richelieu sich ab. Sehr beeindruckend. Alles Gute kommt von oben, muss sich auch Milady gedacht haben. Während da unten die ersten Seitenhiebe verteilt werden, wandert sie über die Dächer des Palastes. Am Innenhof angekommen, wirft sie einen Blick in die Tiefe. Achtung! Links, 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 links! Formation, halt! Ein Wachbataillon hat alle Eingänge fest im Blick. Und nicht nur die. Bleibt, wo ihr seid. Ihr dürft nicht hier oben sein. Milady wendet sich um und sieht 5 Wachen. Oh Gott sei Dank, ihr seid da. Ich war so hilflos. Ich ging den falschen Gang entlang und dann fiel die Tür hinter mir zu. Oh, ich war hier oben gefangen. Die Sonne. Sie fällt einem der hocherfreuten Retter in die Arme. Ich bin so schwach. Ihr seid in Sicherheit. Ich danke euch. Doch plötzlich zieht Milady seinen Degen, wirbelt umher, schwingt den neu erworbenen Stahl so schnell, dass man ihn kaum sieht. Stoß, Parade, Stoß. Sie entwaffnet auch Wache 2, gibt Wache 1 mit einem Stich seine Klinge zurück, leiht sich den Degen von Wache 3, dreht sich um die eigene Achse und erledigt dabei Nummer 4. Nicht ohne vorher seine Pistole zu ziehen, bleibt ein letzter Gegner. Der richtet gerade seinen Degen auf Miladys Kehle. Gut, dass die Pistole längst auf sein Herz gerichtet ist. Gleichstand. Wenn ihr schießt, wird man euch hören. Sie schaut über seine Schulter zur Turmuhr. Der Zeiger springt gerade auf 12. Auch die letzte Wache fällt bleiern zu Boden.